Herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich Brennnesseljauche ansetze. Für die Brennnesseljauche braucht ihr Brennnesseln, Regenwasser im Idealfall, Leitungswasser geht auch, einen Kübel mit Deckel, Handschuhe und eine Schere. Als erstes Handschuhe an, weil Brennnesseln brennen. Jetzt nehmen wir uns den Kübel, die Schere und los geht's. Die Brennnesseln werden immer klein geschnitten oder man kann sie auch klein reißen, dass im Kübel nicht zu viel heraussteht dann. Der Kübel ist jetzt halb befüllt. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch voll machen. Ihr könnt auch kleinere Gefäße nehmen oder größere Gefäße. Jetzt kommt das Regenwasser dazu. Ich fülle so viel Wasser ein, dass die Brennnesseln gerade mit Wasser bedeckt sind. Tja, das war's im Prinzip schon. Jetzt kommt dann noch der Deckel drauf. Damit keine Insekten hineinfallen. Und den Kübel stellt ihr jetzt am besten irgendwo sonnig hin, umso wärmer, umso schneller vergärt die Jauche dann. Ab und zu mit einem Stock umrühren und normalerweise ist die Jauche bei warmem Wetter in 2-3 Wochen fertig. Da zersetzen sie dann die Stängel, die Blätter von der Brennnessel und das Ganze wird einen nicht so angenehmen Duft entwickeln. Gegen diesen Duft könnt ihr dann noch Urgesteinsmehl draufstreuen. Aber ich halte einfach immer nur die Nase zu. Mit der Brennnesseljauche, welche dann 10 zu 1 verdünnt wird, also ein Teil Jauche, 10 Teile Wasser, mit dem gieße ich meine Paradeispflanzen, meine Sträucher, meine Balkonblumen. Im Prinzip dünge ich damit alles, um keinen Kunstdünger kaufen zu müssen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.